machen wir hier, Johann? Ja, das ist die Frage. Ja, wir sind nach Frankfurt gefahren. Du bist glücklicherweise mitgekommen als moralischer Support. Und ja, heute steht ein Hyrox-Event an. Also ich bin relativ aufgeregt. Sowas mit Kraft habe ich bisher noch nie gemacht. Aber ja, erste Mal. Mal schauen, was rauskommt. Jetzt hat man echt so wieder die Gedanken, man müsste sich noch mehr aufwärmen. Ich glaube, das ist jetzt alle, jede Bewegung ist jetzt kontraproduktiv. Spar jegliche Energie jetzt. Ja. Kennst du wieder die dich dann an 5 Kilometer schon eingelaufen sind und schon am Starten sind? So, jetzt geht's gleich los. Schauen wir mal. Oh Gott, ey, warum bin ich so nervös? Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. Immer diese Wettkampfaufregung, so ein Blödsinn. Ich werde Letzter. Das reicht. Jawohl, und dann ging es auch direkt in den Wettkampf hier rein. Hier mache ich noch an meiner Uhr rum so ein bisschen, weil ich dachte, okay, vielleicht die Kilometerzeiten beim Laufen rausstoppen. Dann gab es noch so eine Animateurin, die einen so ein bisschen zum Stretching aufgefordert hat. Und dann ging es auch direkt ins Rennen rein. Vor uns sind auch so eine Gruppen gestartet. Deshalb, da seht ihr, wir waren nicht ganz allein auf der Runde. Da mussten wir uns ein bisschen durcharbeiten und man sieht diese Linie ganz links. Das ist die Ideallinie, da versucht man zu bleiben. Und da ging der erste Tausender in 3:21 schon los, also voll durchgepaced. Das war richtig schnell und dann an den Skiergometer. Und hier sollten auch 1000 Meter bewältigt werden. Und ja, ihr seht, ich gebe hier alles und noch leider nicht mit der besten Technik. Also wie ihr auch bald mal sehen werdet in den nächsten Videos, ist es so, dass man halt doch mehr Kraft noch reingeben soll. Hier habe ich mehr Frequenz eher gegeben und war teilweise bei einem Zug pro Minute hier. Ein Zug pro Sekunde, nicht pro Minute. Das war ein bisschen langsam. Und dann habe ich hier wie beim Delfin schwimmen die Arme kreisen lassen. Also habe da mich noch ein bisschen aus meinem alten Sport bedient. Und dann ging es immer los. Aber so richtig Kniebeuge, die hatte ich noch nicht da drin. Ja, aber dann gingen die Minuten auch so rum. Und wer das mal gemacht hat, der weiß, ein Kilometer ist echt lang. Und ich hatte dann nach knapp 4 Minuten war ich durch und ja, das war schon brutal hart. Also die Pace knapp unter 2 Minuten pro 500 Meter, das war nicht ohne, bei gerade dieser hohen Frequenz, ziemlich hartes Ding. Und ja, die ersten sind jetzt fertig, auch extreme Maschinen, also mit wem ich da am Start war, das war schon brutal. Die sahen alle aus wie Elitesoldaten und ich dann als ehemaliger Langdistanzler unter denen habe mich dann schon so ein bisschen fehl am Platze gefühlt. War ich dann auch hier, alle waren schon weg und ich musste dann doch noch ein paar extra Züge machen, bis es dann auch für mich hieß, jetzt auf geht's weiter in die nächsten 1000 Meter und dann beim 2000 Meter war es dann so, dass ich eine 3:46 gelaufen bin, also schon deutlich langsamer. Das war nicht mehr 3:21. Der erste war dann doch ein bisschen schnell. Und dann ging es danach direkt wieder in diese Rockzone. Die Rockzone befindet sich in meinem Inneren dieses Zirkels, dass man da umläuft. Und das ist auch mal ganz interessant fürs Laufen vor allen Dingen, weil man halt nicht wie in einem Stadion so eine Runde läuft, sondern immer wieder diese 90-Grad-Kurven anvisieren muss. Zweite Übung war dann der Sled Push. Berühmt berüchtigt, für mich noch nicht berühmt, aber ziemlich berüchtigt, weil ihr seht es, boah, ich habe das Ding nicht bewegt bekommen. Also das war so krass schwer.
weil nämlich in der Vorbereitung habe ich mit etwas leichteren Gewichten trainiert, so um die 100 Kilo und jetzt waren es 200 Kilo und gerade dieser Teppich, das ist halt nicht wie in einem Fitnessstudio, dieser schöne, ja relativ leicht zu schiebende Teppich, sondern hier das Ding einfach staucht so und ich dachte ehrlich gesagt, das war's jetzt, also ich komme nicht weiter und ich weiß nicht, irgendwie ging dann der Schlitten dann doch zu drücken. Aber ihr seht es auch neben mir, der schmale Mann hat auch ein bisschen Probleme, so wie ich. Da habe ich mich dann doch unter meinesgleichen auch aufgehoben gefühlt. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, da hat jeder gestruggelt. Und da sind, glaube ich, noch die größten Potenziale jetzt auch bei mir. Weil die Übung, die hat einem alles abverlangt. Man hat so einen hohen Puls. Also der Puls geht auf 200. Man drückt dieses Ding weg. Ihr seht, ich brülle. Aber das Schlitten, das Ding bewegt sich einfach nicht. Und dann dauert es halt wirklich lang. Also ich habe hierfür 4,5 Minuten, fast 5 Minuten gebraucht. War auch nur am 40. Platz bei der Übung. Also das war mit mein schlechtestes Gerät. War extrem lange unterwegs und es fühlt sich an wie Ewigkeiten. 5 Minuten drücken. Ja, und gerade auch, was das immer mit dieser Position, auch mit der Technik angeht. Ich habe da noch eine sehr, ja, anfängerhafte Technik gehabt. Ich hatte das einmal, wie gesagt, im Fitnessstudio geübt und man sieht hier links, das ist eine ganz andere Technik, wie der Kollege rangeht. Und ich habe das so von oben rausgedrückt und durch das Obendrücken habe ich das so ein bisschen in den Boden reingestaucht, diesen Schlitten. Also das darf man nicht machen, schon mal Tipp Nummer 1 von mir. Das Shirt ausziehen ist auch erlaubt gewesen hier bei Hyrox. Ich habe es dann lieber wieder unten gelassen. Ich will ja noch ein bisschen aufbauen und da war noch nicht so viel zu sehen. Ja, und da ging es auch in die letzte Runde. Also das war immer ein Hin und Her. 4 Runden, dementsprechend, was sind das dann? Knapp 15 Meter, irgendwie so 13 Meter. Die man dann halt diesen Schlitten ziehen musste, oder 12,5 Meter, um genau zu sein. Und ja, die 12,5 Meter, die waren immer so gefühlt eigentlich nur so ein kleiner Katzenwurf, aber einmal das Ding rüberzuziehen, dauert dann schon ewig. Und gerade die letzte Runde, ihr seht, alles habe ich da nochmal reingelegt. Und ja, es war eine lange, leidvolle Phase. Rechts von mir waren auch meine Eltern beispielsweise, waren da viele Zuschauer. Da hat man sich schon so ein bisschen wie in so einer Stierkampfarena gefühlt. Da konnte man gar nicht aufgeben. Die Stimmung war also wirklich bombastisch, muss man sagen. Das waren nicht nur Athleten, die da rumgelaufen ist, weil hier sieht man jetzt wenige Leute. Aber vorne an der Rockzone waren wirklich so viele Supporter. Es war einfach nur eine Bombenstimmung und richtig cool. Ja, und die dritte Runde, die war dann nochmal langsamer. Da war ich dann noch knapp unter 4 Minuten. Also nicht wirklich langsam, aber auch nicht mehr wirklich schnell. Und dann ging es auch direkt in die nächste Übung. Den Sled Pull. Also wieder Schlitten. Jetzt allerdings nicht drücken, sondern ziehen. Ich habe mich hier nochmal ein bisschen an Magnesia bedient. Weil ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen mit Schweiß zu kämpfen habe an den Händen. Und wenn man dann so wegrutscht, das wäre, glaube ich, nicht so schön, wenn die Hand dann aufreißt. Deshalb da noch ein bisschen. Und dann hatte man immer so 2 Meter, 1,5, 2 Meter Platz hier, diesen Schlitten zu ziehen, nach hinten zu drücken. Manche haben das geschafft aus den Armen, manche wiederum, wie ich, mussten das mehr aus den Beinen machen. Ja, und dann gilt es vor allen Dingen auch, nicht immer auf dieses Seil zu treten. Das ist gar nicht so einfach, weil das Seil immer so ein bisschen im Weg liegt. Das muss man sich so ein bisschen wegschieben. Und auch da ging es wieder über 12,5 Meter. Das war jetzt in dem Moment ein bisschen leichter. Das waren 125 Kilo statt 175 Kilo beim Drücken. Ich hatte mich nämlich bei den Profis auch angemeldet gleich. Das waren also alle neben mir jetzt keine Amateure, sondern schon die richtig Guten der Szene. Ja, warum habe ich mich bei den Profis angemeldet? Ich weiß es selber nicht. Ich hatte mich da ein halbes Jahr vorher, einfach ohne es zu erzählen, mal angemeldet und war wahrscheinlich noch aus alten Tagen beim Triathlon in der Profikategorie hängen geblieben, beziehungsweise hat gedacht, ich kann das, weil wenn schon, denn schon. Und ja, da habe ich halt gemerkt, die ersten Übungen sind halt sehr kraftlastig im Hyrox. Das heißt, hier braucht man wirklich Power. Und ja, die hatte ich noch nicht wirklich. Deshalb hat es auch ziemlich lang gedauert. Ich war auch hier im Schlittenziehen nur an 40. Stelle.
mit 6 Minuten, die mich das gebraucht hat, ja, über 50 Meter. Das heißt, ich habe für 10 Meter mehr als eine Minute gebraucht. Wahnsinn. Also wenn man sich das mal überlegt, so ein paar Meter nur diesen Schlitten ziehen und so lange, ja, dann weiß man, wie schwer das Ding war. Und wir waren ja immer noch am Anfang. Das ist ja gerade mal die 3. Übung von 8 gewesen im High Rocks. Und ehrlich gesagt war man danach schon ziemlich gegrillt. Demnach ging es danach auch etwas langsamer wieder auf die Laufstrecke. Obwohl, jetzt muss ich noch eine Runde machen. Mensch, es dauert alles ewig. Ja, ihr seht, man zieht und zieht. Und das ist schon so eine Zusammenfassung, was wir hier gemacht haben. Das ist also nicht wirklich die Live Zeit, sondern ja, es ist einfach ewig und man sieht, der Nachbar, der geht noch ein bisschen tiefer runter, der kriegt noch ein bisschen mehr Power dahinter, aber auch da sind die Arme schon platt und ja, man zieht sich da einen ab und es dauert wirklich, wirklich lange, bis man diese Bahn da hinter mich bringt. Und dann war ich nämlich fertig. Und der Kollege gerade neben mir, der hatte erst 2 Wochen vorher so einen Weltrekord aufgestellt bei den Amateuren. Und ja, der kämpfte jetzt mit mir hier um die hinteren Plätze. Das heißt, auch die Amateurgewichte und die Profigewichte, das ist dann nochmal so ein Unterschied auch, was es aufs Laufen ausmacht, dass es gar nicht mehr vergleichbar ist. Also gerade hier das Laufen mit so schweren Beinen, mit schweren Armen, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Nummer, wie beispielsweise im Triathlon, wenn man vom Radfahren kommt. Naja, dann ging es auf jeden Fall wieder in die Rock Zone und dann standen die Burpee Broad Jumps an. Heißt für mich eigentlich easy, so ein Burpee, den hatte ich davor schon häufiger trainiert. Ich dachte, okay, runter, hoch, Sprung, wieder runter. Aber ja, wenn die Arme halt dann auch schon so kaputt sind von den Vorbelastungen, dann ist da eben nicht mehr so viel Power drin und dann wird es wirklich schwer. Genau, immer weiter Sprung. An den Füßen muss man die Hände wieder absetzen. Man darf also nicht zu weit nach vorne gehen und dann kommt der Sprung. Und ihr seht hinter mir, der Kollege, der hüpft mal eben an mir vorbei. Ich war dann wirklich schon ganz schön gegrillt und 80 Meter. Das ist so, das fühlt sich zwar beim Laufen nur wie so ein kleiner Sprung an, ist aber dann beim Burpee Broad Jumps dann doch ewig lang. Und ich glaube, ich lag dann auch mal am Boden und habe dann kurz gewartet. Nick hat hier fleißig gefilmt. Der hatte seinen eigenen High Rocks an dem Tag mit der schweren Kamera, die er da gehoben hat. Aber jetzt bei mir, ich hatte nur noch Augen ja, für den nächsten Sprung. Und also wer das mal machen will, einfach mal selber versuchen, 80 Meter Burpee Broad Jumps ohne Vorbelastung und der weiß, was er getan hat. Und dann kommt man durch die komplette Rock Zone, springt man nach vorne und ja, da seht ihr, da kommt jetzt der Weltrekordhalter auf der olympischen Distanz, wollte ich schon sagen. Nee, auf der Amateurdistanz und er hüpft an mir vorbei und hat dann kein Problem. Ja, und da habe ich auch ein bisschen gemogelt, weil ich war hinter der Linie fertig und bin dann drüber gesprungen. Das hat zum Glück keiner gesehen. Ja, da muss ich mich auch noch ein bisschen besser vertraut machen, wo es anfängt und wo es aufhört, wie da genau die Regeln sind. Man muss nämlich vor der Linie eigentlich anfangen und nach der Linie aufhören. Ich schätze mal, dass die Referees da auch ein bisschen gnädig waren bei mir, weil ich zu dem Zeitpunkt ja hier schon über eine Runde zurücklag. Ja? Also nicht eine Laufrunde, sondern eine ganze Übungsrunde. Ich kam also jetzt zu dem Rudern und da waren die nächsten schon bei den Farmers Carries bei der 6. Übung. Ich war jetzt hier 5., da ging es 1000 Meter Rudern und ja, wer das mal gemacht hat, das geht auch ganz schön auf die Pumpe und gerade so nach dem Laufen ist das ganz schön zäh. Ich habe mal relativ locker begonnen bei diesem Rudern und mich dann versucht so ein bisschen reinzusteigern. Da kann man so ein bisschen wieder seine Ausdauer nutzen und ja, immer unter 2 Minuten bleiben, das war so ein bisschen mein Ziel der Sache. Die links und rechts neben mir, die Jungs, die so richtig Power hatten, die sind dann noch deutlich schneller gerudert, obwohl mit zunehmender Länge sie dann auch so ein bisschen im Saft standen. Also man hat dann irgendwann einfach nur noch Laktat in den Armen und Beinen und dann wird es nämlich für alle auch schwerer. Bei mir, wo wenig Muskulatur dran ist, da hat man natürlich einfach noch mehr Herzvolumen sozusagen, weniger was durchblutet werden muss, deshalb kann weniger übersäuern. Das kam mir hier so ein bisschen zugute
Aber ihr seht es, man versucht dann irgendwo mal anders hinzugucken, weil 1000 Meter sind echt lang, um sich so ein bisschen abzulenken vom Schmerz. Ja, weil man ist jetzt zu der Zeit auch schon über eine halbe Stunde drin in dem Wettkampf und denkt sich nur so, oh mein Gott, wann ist das endlich zu Ende? Ich muss sagen, dass gerade diese Belastung High Rocks eine ganz andere ist, ja, wie im Triathlon, wo man sehr konstant ja arbeitet und auch diese Bewegung immer wieder geübt hat und dann eher so an seine Energielimits kommt. Das heißt, irgendwann ist man einfach ausgebrannt, man kann sich nicht mehr so schnell bewegen. Hier ist es eher so, dass man muskulär einfach so am Limit ist, dass einem alles wehtut. Und hier läuft man wie auf rohen Eiern. Das ist dann vielleicht vergleichbar mit den letzten 10 Kilometern im Ironman. Trinken, glaube ich, braucht man gar nicht, weil es ist so kurz die Belastung. Also Energie braucht man auf keinen Fall, aber vielleicht was Kleines trinken macht immer Sinn. Die Jungs vorne, die haben aber durchgehämmert, ohne da einmal sich aufzuhalten mit Nahrungsaufnahme. Ja, und dann sind die nächsten 1000 Meter auch deutlich langsamer jetzt gewesen. Obwohl, es waren sogar noch 4 Minuten. Ja, also noch nicht so abgebaut. Und dann ging es an die Farmers Carry. 200 Meter mit je 32 Kilo Kettlebells auf jeder Seite. Bei der Amateurklasse waren es 24, also auch noch eine Menge. Für mich hier waren die 32 Kilo auf jeder Seite extrem schwer zu halten. Weil ich halt, ja, wenn man vom Schwimmen kommt, ja, beim Radfahren und beim Laufen hat man ja nicht so viel zu halten. Aber beim Schwimmen hat man die Arme ja oder die Hände gestreckt. Und hier muss man auf einmal beugen. Da fällt mir einfach die Kettlebell aus der Hand irgendwann und ich muss es absetzen. Das war also für mich immer nur so möglich, 30, vielleicht 40 Meter der 200 Meter am Stück zu gehen. Und das war leider immer so das Problem, dass die Kettlebells dann fast aus der Hand geflogen sind. Und deshalb musste ich immer wieder absetzen und ich wurde auch häufig überholt. Das heißt, hier, das war meine zweitschlechteste Disziplin. 55. war ich hier. Und ich glaube, es waren ja nur ein paar 60 Leute unterwegs auf der Profidistanz. Und es war auf jeden Fall eine echt lange Nummer. Hier setze ich das Ding nochmal ab und dann geht's auf die letzten Meter. Ja, und dann war es auch schon wieder gegessen, das Ganze. Und ich durfte loslaufen und dann in die, das ist die vorletzte Lauf-Session gewesen, also die 7. Und die habe ich jetzt das erste Mal so deutlich über 4 Minuten gemacht. 4 Minuten 9 waren das. Jetzt kam es dann zu dem Sandbag und der Sandbag, ja, der war auch wieder brutal schwer. Also Ausfallschritte hatte ich vorher geübt. Da waren die allerdings ohne Gewicht, beziehungsweise mal mit so 10 Kilo Gewichten an jeder Seite. Und jetzt hier 32 Kilo war halt massiv. Wichtig bei der Ausführung ist dabei das Knie, dass das auf den Boden kommt. Und da seht ihr bei mir, das ist so mehr mit Ach und Krach der Fall. Also auch da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und gerade diese ganz tiefen Ausfallschritte habe ich halt das große Problem, dass ich das nicht gewohnt bin. Beim Radfahren, da hat man halt nicht diese extrem tiefen Kniebeugen, immer nur so halb. Und hier muss man halt richtig weit runter. Und dadurch ist einfach nochmal eine ganz andere Belastung. Ich war, glaube ich, auch danach eine Woche lang so kaputt, ja. Ich hatte so einen Arschmuskelkater, weil die Muskulatur das einfach überhaupt nicht gewohnt ist. Ja, trotzdem konnte ich immer direkt durchgehen. Also jetzt hier habe ich mal so einen Schritt zurück. Hier gehe ich dann weiter. Aber das hat dann doch ganz gut funktioniert und ich konnte hier wieder ein paar Plätze aufholen. War dann sogar der 17. schnellste bei den Ausfallschritten, wo ich mal sagen muss, wenn ich 17. insgesamt geworden wäre, das wäre schon ein brutales Ding gewesen. Da wäre ich schon also unter den richtig Fitten gewesen, so knapp über einer Stunde. So war es zumindest bei den Sandbag Launches, dass ich da ganz gut war. Und ihr seht es hier, das ist eher ein Humpeln als Laufen. Und zu dem Zeitpunkt denkt man auch nur an die letzte Übung. Ich sag's euch, wer da ist beim letzten Laufen, der denkt an die Wallballs. Die kommen nämlich direkt danach. Deshalb bin ich auch fast einen 5er Schnitt gelaufen. Also das war jetzt mit 40 Sekunden der langsamste Kilometer. Also nur noch irgendwie durch, weil diese 100 Wallballs, die dann absolvieren sind, die dauern halt wirklich ultra lang. Und gerade wenn man das noch nicht trainiert hat mit diesem 9 Kilo Ball, den man nach oben werfen muss,
dann ist man da wirklich am Anschlag. Und ja, wie man es bei mir auch gleich sieht, war zum Anfang noch so ein bisschen Verwirrung, wo ich hingehen muss. Er wollte mich noch weiter schicken, aber hat dann doch gepasst. Aber der Wurf auf 3 Meter, der war dann doch mit dem 9 Kilo Ball echt eine Herausforderung. Und es gab mal direkt den ersten No-Rap. Das heißt, er sagt, entweder nicht hoch genug geworfen oder nicht tief genug in der Kniebeuge, und schon war das ganze Ding umsonst. Also zogen sich die ersten, sagen wir mal, 15 Kniebeugen. Das waren vielleicht 5 Repetitions, ja, 5 richtige Wiederholungen und 10 No-Raps. Dieses Wort habe ich mittlerweile echt verflucht. Und ja, beim Laufen und Radfahren gibt es das ja nicht. Da bewegt man sich nach vorne, ohne dass man einen No-Rap hat. Hier muss man halt wirklich gucken, dass man die Bewegung sauber ausführt. Was auch wiederum wirklich gut ist, weil nur dann macht man es halt auch richtig. Ja, dann kann man einfach nicht so schludern. Man sieht hier auch so ein bisschen, ich halte den Ball seitlich, weil ich einfach von der Rückenmuskulatur nicht mehr in der Lage war, diesen Ball aufrecht über mir zu halten. Und ja, ich werfe das Ding dann irgendwann wirklich nur noch aus dem Willen hoch und Kraft war da nicht mehr vorhanden. Ja, und die anderen Jungs links und rechts neben mir, die wurden dann alle so langsam fertig. Und ich guckte dann ja in die Runde. Was ist da los? 40 Stück waren es dann auch erst. Und es waren zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 4-5 Minuten rum. Wo andere schon komplett fertig waren, war ich noch nicht mal bei der Hälfte. Also das verlangt mir vor allen Dingen größten Respekt vor den Profis ab. Die Jungs, die haben das teilweise fast am Stück gemacht. Ja, ich glaube, der Weltmeister und Weltrekordhalter, der aus Amerika, der hat das komplett durchgemacht, die 100 Wallballs. Bei mir waren es dann immer meistens so 5 bis 7, ja, und dann immer wieder kurz Pause gemacht, also so Tabata-Style hatte ich mir vorher schon überlegt, zwischen 5 und 10 und dann einfach eine kurze Pause, wieder aufheben und weiter geht's, weil am Stück, das, daran war nicht dran zu denken, das irgendwie zu schaffen. Jawohl, dann immer tief in die Hocke. Dann ging es weiter. War auf jeden Fall eine richtig geile Erfahrung für mich, dieser High Rocks Wettbewerb. Und also deshalb bin ich auch so angefixt, nochmal einen zu machen. Den werde ich euch nochmal mitteilen. Der wird dann wahrscheinlich wieder der in Frankfurt sein, im Dezember. Und da will ich mich auf jeden Fall verbessern. Das hat mich jetzt schon getriggert, da so weit hinten zu sein, insgesamt über eine Viertelstunde verloren zu haben. Bei den Top-Jungs, die haben 1 Stunde gebraucht oder drunter, und ich war halt über 1 Stunde 15, um genau zu sein bei 1 Stunde 16, 34. Das hat wirklich lang gedauert und gerade diese Wallballs und dieser Schlitten, die haben mich halt, ich schätze mal, 10 Minuten gekostet. Also wenn ich die einigermaßen hinkriege, kann ich doch schon mal ordentlich aufholen. Und hier war das Ziel auch, New Finisher, genau, da ging es direkt los, alle anderen lagen schon da, genau, und der Till Schenk war auch da, der hat das Ding moderiert, der hat nochmal geguckt, ob das wirklich ich sein kann, der da so langsam ins Ziel kommt, ist er normalerweise nicht gewohnt, dass ich so weit hinten bin, hat er mir auch gleich erzählt, du Wurst, da ging gar nichts, nein, Spaß beiseite, das war natürlich geil, gerade im Ziel, das Adrenalin, was dann ausgeschüttet wird, und man ist gleich wieder heiß, wie bei einem Ironman eigentlich, nur noch schneller, dass man sich denkt, okay, das muss nochmal gehen. Und ja, zu guter Letzt gab es dann noch die Siegerehrung. Bei der Siegerehrung wurde ich dann sogar noch als Zweitplatzierter geehrt. Also Wahnsinn, habe sogar noch die Quali für die Weltmeisterschaften geholt in Las Vegas. Also ein rundum gelungener Wettkampf. Ihr seht nochmal den Gewinner hier, der war nochmal 10 Minuten schneller als ich. Also da muss ich ran. Das ist mein Ziel für nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wollt mich verfolgen bei meinem Weg. Es geht auf jeden Fall jetzt ins Training für den nächsten Wettkampf.